Amy ernährt sich ausschließlich von Fastfood, wiegt fast 200 Kilo und ist mit 17 bereits ein Pflegefall. Ich wünsche mir nur, dass alles gut wird und ich endlich wieder rausgehen und mich bewegen kann. Schottlands wohl übergewichtigster Teenager. Ernährungsexperten sind entsetzt. Amy ist an der oberen Grenze zur Fettleibigkeit. Ihr Zustand ist kritisch, deshalb müssen wir hier mit Hochdruck einschreiten. Unfassbar, womit Amys Mutter deren Fettsucht begründet, obwohl Sharon Johnston weiß, wie ernst es um die 17-Jährige steht. Sie wird sterben. Das ist meine größte Angst. Das Atmen fällt ihr schwer, die Gelenke sind verschlissen. Für Amy Johnston ist jede Bewegung eine Qual. Bei einer Körpergröße von 1,62 wiegt sie fast 200 Kilo. Unfassbar, seit Jahren verabreicht ihre Mutter Sharon ihr nur Fertiggerichte. Pizza, Lasagne, Chips und Burger. Noch erschütternder ist aber die Erklärung, die die arbeitslose Alleinerziehende dafür liefert. Schuld an Amys Fettsucht sei nur das Sozialamt. Gute, gesunde Ernährung ist kein Problem für jemanden, der 250, 350 Euro auf dem Konto hat. Aber wer gezwungen ist, mit so wenig Sozialhilfe auszukommen wie ich, kann sich gesundes, teures Essen nicht leisten. You've just got to learn to get by. Eine Behauptung, die entsetzt. Kann es sein, dass man von monatlich 200 Euro nur Fertiggerichte kaufen kann? Und darf es sein, dass eine Mutter ihre Tochter jahrelang so falsch ernährt, dass sie unfähig wird, ein selbstständiges Leben zu führen? Ich stehe morgens auf, esse was, gehe runter zum Frühstücken, verziehe mich wieder in mein Zimmer und komme zum Essen wieder runter. Gemeinsam mit ihrer Mutter und Schwester lebt Amy von Sozialhilfe und wird immer dicker. Ärzte sprechen gar von extremer Fettleibigkeit. Herz und Leber machen zunehmend Probleme. Amy leidet an Depressionen. Längst bangt ihre ältere Schwester Geraldine um Amys Leben. Es macht mir große Angst. Ich möchte meine Schwester nicht verlieren. Amy hat früher leidenschaftlich Fußball gespielt und war viel draußen. Aber jetzt geht sie gar nicht mehr aus dem Haus. Angeblich sind Obst und Gemüse zu teuer für Amys Mutter. Für unter 2 Euro kann ich eine große Tüte Tiefkühlchips kaufen und daraus 3 Mahlzeiten frittieren. So komme ich mit 2 Tüten fast 2 Wochen aus. Das kann nicht sein, sagt Ernährungsberaterin Claire Bannerman. Sie selbst hat noch nie eine derartige Ausrede gehört. Amys Fall ist extrem und einzigartig. Sie könnte jeden Moment an einem Herzinfarkt sterben. Amy nimmt beispielsweise Unmengen Zucker zu sich. Denn Mutter Sharon kauft kein Wasser oder Säfte. Dafür gibt es für Amy täglich 2 Liter Cola. Jetzt zeigt Claire der 17-Jährigen, was das bedeutet. Was sagst du? Ich bin schockiert. Doch damit nicht genug. Mutter Sharon behauptet, für 40 Euro in der Woche kann sie kein Obst und Gemüse kaufen. Doch das ist völlig falsch. Oft sind frische Produkte günstiger als Fertigessen. Aber das kostet Zeit, denn die Produkte müssen zu Hause zubereitet werden. Bisher konnte Mutter Sharon die Fertigfettmacher einfach nur in die Mikrowelle stellen. Nach dem Einkauf traut Mutter Sharon ihren Augen kaum. Ich hätte nie gedacht, dass ich für mein Geld so viel Essen kaufen kann. Es wird eine große Umstellung für uns sein, mit diesen neuen Sachen zu kochen. Aber wenn ich Amy damit helfen kann, ist es jeden Versuch wert. Und jetzt zeigt sich das wahre Problem. Sharon Johnston hat nie wirklich kochen gelernt und vermutlich erklärt genau das, weshalb Amy sich bislang nur von Fertiggerichten ernährt. Heute könnte sogar der Tag sein, an dem sich Amys Leben verändert. Jetzt muss die 17-Jährige sogar den Tisch mitdecken. Ist okay. Naja, es schmeckt okay. Ich kann es essen, solange ich etwas Brot dazu habe. Aber wenn sich jemand die Mühe macht, für mich zu kochen, werde ich mich auch bemühen, es aufzuessen. Ich will mein Bestes versuchen, diese Diät durchzuhalten. Amy bleibt keine andere Wahl, wenn sie überleben will. Einzig die Umstellung ihrer Ernährung kann die 17-Jährige noch retten.
Isst sie weiterhin fettige, kalorienreiche Fertiggerichte, so ist ein plötzliches Herzversagen vermutlich nur noch eine kurze Frage der Zeit, fürchten Experten. Amy bricht bei diesem Gedanken in Tränen aus. Auch Mutter Sharon hat nach dem Tag mit der Ernährungsberaterin einiges verstanden. Ihr Leben steht auf dem Spiel. Ich fühle mich schlecht und ich fühle mich schuldig. Denn als Mutter darf man sein Kind keinen Gefahren aussetzen, so wie ich es getan habe. Ein Leben zwischen Cola, Fertigpizzen und Süßigkeiten. Für Amy ist es ebenso deprimierend wie lebensgefährlich geworden. Und gerade deshalb will der wohl dickste Teenie Europas nun endgültig die Notbremse ziehen. Dieser Tag war wichtig, denn Amy will endlich wie ein normaler Teenager leben. Nachdem Mutter Sharon verstanden hat, dass sie grobe Fehler gemacht hat, können sie nun gemeinsam daran arbeiten, ein besseres, längeres und gesünderes Leben zu führen. Zu enge BHs erhöhen das Brustkrebsrisiko. Die meisten Frauen tragen Größe 75B und ein BH kann das Abschleppseil für ein Auto ersetzen. Wir räumen auf mit einer Handvoll Mythen.